Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Hardware Journal. Wie ihr seht, dieses Mal haben wir uns die nagelneue Trigger Z von CM Storm bzw. von Cooler Master ins Haus geholt und wollen heute mal etwas Besonderes machen. Kein reines Unboxing, sondern ein Video bzw. direkt einen Vergleichstest mit der Uhr Trigger, die wir direkt auch noch im Anschluss präsentieren werden. Viel Spaß mit dem Video! Ja, wie der eine oder andere ja sicherlich weiß, gibt es die Trigger Z nicht erst seit heute, sondern es gab vor über einem Jahr circa die Uhr Trigger, welche von Cooler Master präsentiert wurde, jetzt halt mit der Trigger Z neu aufgelegt wurde. Und wir wollen uns einfach mal im Detail anschauen, was wirklich geändert wurde, was ist ein Kaufargument für die Trigger Z und was zeichnet diese Tastatur aus. Fangen wir mal direkt mit dem Karton an. Ich habe das mal von der ursprünglichen Version herausgesucht. Mal ein bisschen das anpassen, damit man das auch erkennt. Als allererstes natürlich gleich auf dem Karton zu sehen, die Farbgebung wurde anders gestaltet, beziehungsweise die Beleuchtung ist auch anders. Ist jetzt alles sehr theoretisch, geht jetzt prinzipiell erstmal um den Karton. Dazu aber später mehr. Schauen wir uns doch mal an, was Cooler Master da drin Schickes eingepackt hat. Von der Verpackungsart hat sich nicht sehr viel geändert. Ist alles sicher verstaut im normalen Versand. Sollte eigentlich nichts kaputt gehen. Hier ist die Handballenauflage verstaut. Packe ich gleich mit aus. Wenn man die Tastatur in den Händen hält, fällt sofort auf. Es ist ein sehr massives Gerät. Schwer, Moment, robust, macht einen wirklich sehr hochwertigen Eindruck. Das kann man aber eigentlich nur nachvollziehen, wenn man die Tastatur auch in den Händen hält. Packen wir die mal kurz zur Seite und schauen wir noch weiter, was im Karton noch drin liegt. Die Handballauflage, welche er an die Tastatur angesteckt wird und nach Belieben auch wieder entfernt werden kann. Ist ein relativ mattes PVC. Man sieht, Fingerabdrücke finden nicht sofort Anklang. Schauen wir uns aber später an. Ja, was liegt noch drin? Ein USB-Anschlusskabel mit vergoldeten Kontakten. Hat er das? Auf beiden Seiten. Dann ein Key Remover. Kleiner Beipackzettel. Und was haben wir hier Schickes? Das muss ich selbst erst schauen. Genau, für die Makroprogrammierung. Beziehungsweise wie kann man halt die Funktionstasten richtig bedienen. Ein kurzer Hinweis dazu, wie Beleuchtungsmodi funktionieren. Das schauen wir uns aber später nochmal genauer an. Jetzt zur Tastatur. Ich werde mal versuchen, die Handballenauflage zu montieren, ohne dass diese sehr massiv wirkenden, Achtung, Ironie, Füßchen dabei zu Bruch gehen. Geht eigentlich ganz gut. Mein Bauchgefühl mich jetzt nicht täuscht. Voilà, es ist vollbracht. So, das ist die Tastatur in voller Pracht. Schön zu sehen. Wirklich matte Design. Sieht man gleich natürlich, die Tasten sind anfällig auf Fingerabdrücke, aber welche Tastatur ist das nicht? Gehen wir aber direkt rein hier in die Detailansichten. Ein markanter Unterschied ist natürlich der fehlende USB-Hub zu Uhr-Trigger. Hier waren ursprünglich zwei USB-Anschlüsse vorhanden. Beziehungsweise das Mini-Micro-USB-Kabel muss ich nochmal ganz genau nachschauen, werde ich später nochmal darauf eingehen.
um die Tastatur mit dem PC zu verbinden. Jetzt ist es wirklich nur ein reiner USB-Anschluss. Das ganze Material wirkt, oder ist besser gesagt, gummiert. Fühlt sich sehr schön eigentlich an. Also nicht eigentlich, es fühlt sich sehr schön an. Ja. Und auch der subjektive Tastenanschlag, der... Jetzt muss ich ganz genau nachschauen, ich möchte nichts Falsches erzählen. Ja, Moment. Und zwar, Kenner werden es erkannt haben, der Cherry MX Brown Switches, die darunter verbaut sind, werde ich später nochmal rausnehmen. Ein sehr netter Anschlag. Das soll es jetzt an dieser Stelle mit dem Unboxing bzw. der ersten Detailansicht gewesen sein. Ich werde jetzt mal mich umdrehen, an den Arbeitsplatz bewegen und wie angesprochen einleitend mit der ursprünglichen Trigger-Version vergleichen und mal feststellen bzw. werdet ihr auch sehen, wo die Unterschiede liegen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt beide Tastaturen aufgebaut nebeneinander. Ihr seht natürlich weiße Hintergrundbeleuchtung der Switches bzw. seht ihr auch gleich den Modi, welcher hier aktiviert ist. Es sind insgesamt, wenn man es genau nimmt, 5 Modi auf der Tastatur unterlegt, also Beleuchtungsmodi. Ich habe jetzt mal den pulsierenden aktiviert. Man kann bequem über die Funktionstaste umschalten. In den sogenannten Gaming-Mode, WASD-File-Tasten sind beleuchtet, beziehungsweise die Makro-Tasten, die man auch frei definieren kann mit der dazugehörigen Software. Gehen wir mal in den nächsten. Alles voll beleuchtet. Hier kann man auch die Stärke der Beleuchtung anpassen, beziehungsweise komplett deaktivieren. Noch weiter. So, dann kommt man wieder in den nächsten. Sehr einfach eigentlich. Jetzt schwenken wir mal rüber zur Trigger. Seht den Unterschied. Blau, nicht blau, rote natürlich. Von der Funktionsweise hat sich nicht viel geändert. Beleuchtungsstärke, pulsierender Modus, WASD Gaming. Vom Prinzip das gleiche. Das rote Steam Storm Logo. Fehlt auf der Trigger-Set gänzlich. Das ist nicht vorhanden. Genauso wenig wie der bereits angesprochene USB-Hub auf der Stirnseite. Wenn man sich die Trigger anschaut, da haben wir sie. Jetzt habe ich natürlich auch eine Musik aktiviert. Die hatte noch einen USB-Hub. Ja, gehen wir mal rein ins Detail. Ich hatte im Vorfeld ja angesprochen, dass bei der Trigger Z bzw. bei der Version, die uns hier vorliegt, die MX Brown Switches eingebaut wurden. Hat demzufolge einen relativ angenehmen Tastenanschlag, auch für Vielschreiber und zur Folge. Spieler werden natürlich auch zufrieden sein. Und wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, so eklatant ist der Unterschied gar nicht bei den ganzen Switches. Von daher ist es auch viel mit Marketing verbunden, aber das sind alles reine subjektive Entscheidungen. Das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Dann noch zu dem Wichtigsten für das Produkt, dem Preis. Aktuell ist die Tastatur, wenn ich das hier richtig sehe, im Preisvergleich für ca. 110 Euro gelistet. Unterscheidet sich natürlich immer nach Ausstattung, also Ausstattung in Form von was sind für Switches verbaut. Im Vergleich zu den anderen Produkten ein relativ guter Preis, sage ich jetzt mal. Also es gibt wesentlich teurere Versionen. Im Grunde genommen ist es wie mit allem, es ist eine subjektive Entscheidung. Das Produkt macht einen exzellenten Eindruck, so wie wir das jetzt hier gesehen haben, beziehungsweise ihr auch. Wir können dafür eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Preislich muss das natürlich jeder selbst entscheiden. Das soll es erstmal von uns gewesen sein. Bitte hinterlasst doch einfach mal ein bisschen Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, damit wir das in Zukunft ein bisschen besser machen können. Wir bzw. ich würde mich riesig drüber freuen und klickt doch einfach den Folgen-Button und dann kriegt ihr in Zukunft noch mehr von uns. Also, bis dann. Ciao.